Hohes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein beeindruckendes Bild, wenn man die vielen Delegierten da sieht. Es ist gut, dass man es nicht alles sieht, weil es dann hinten ein bisschen durch die Scheinwerfer finster wird. Aber wir sind mit einer klaren Botschaft da zu einem Punkt, der in diesem Kapitel erwähnt wird, nämlich zum arbeitsfreien Sonntag. Schon die Kandidatinnen haben für mich dargestellt, wie vielfältig unsere Gewerkschaft ist. Es war der Roman da, der aus dem namhaften Transportunternehmen kommt. Es war der Christian da von der Union, der sowohl Bereiche vertritt, wo an Wochenenden gearbeitet wird, aber auch Bereiche hat, wo am Wochenende nicht gearbeitet wird. Und es hat von einer Kandidatin ein klares Bekenntnis zum arbeitsfreien Sonntag gegeben, was mir wirklich sehr, sehr gut getan hat. Über die Barbara Teiber brauche ich da gar nichts reden, weil die ist eh aus meiner Gewerkschaft und wir haben ja schon viele Aktivitäten zum Thema arbeitsfreier Sonntag bestreiten dürfen. Als ich vor 10 Jahren von der Renate Czörgitz diese Aufgabe übertragen bekommen habe, habe ich mich nicht besonders gefreut, weil das war die Vizepräsidentin und die war in meiner Gewerkschaft der 6. Zwerg von links. Und bei den ersten Terminen war das gar nicht so einfach, wenn du da von den Bischöfen gegenüberstehst. Aber wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeitsebene gefunden. Und wenn jetzt Kolleginnen und Kollegen, die dankenswerterweise über die 3 Tage den Infostand betreuen, hier stehen, darf ich auch jene Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, die in den regionalen Sonntagsallianzen, in den Gewerkschaften mit uns mitwirken, zu uns vorzukommen, weil wir sind viel, viel mehr als die Kolleginnen da stehen. Da gibt es viele Gewerkschaften und ich freue mich ganz besonders, dass auch die Renate Anderl, unsere Präsidentin der Bundesarbeitskammer, kommt. Weil die Bundesarbeitskammer ist die letzte Mitgliedsorganisation, die wir in der Sonntagsallianz begrüßen haben dürfen. Und es ist ein schönes Zeichen, Renate, dass du auch bei uns stehst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind eine freiwillige Interessensvertretung und in Wirklichkeit geht es darum, dass wir das vertreten, was unsere Mitglieder wollen. Wenn ihr von der GPA TJB in den Handel gehen, und ich möchte sagen, dass der Handel ja nur ein Taktgeber für die Gesellschaft ist, es geht weit über den Handel hinaus, und über das Thema Sonntag reden, dann ist das ein Thema, wo wir sofort eine Gesprächsbasis mit allen Kolleginnen und Kollegen finden. Und wir hören sehr, sehr oft zum Beispiel, dass uns die Kolleginnen sagen, ich bin absichtlich in den Handel aus einem anderen Bereich gegangen, wo ich früher am Sonntag gearbeitet habe, weil ich da wenigstens am Sonntag mehr Ruhe habe. Und wir bekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen immer einen ganz klaren Auftrag, hier mit großem Nachdruck dafür zu sorgen, dass der Sonntag Sonntag bleibt. Leider müssen wir jetzt hinnehmen, dass im aktuellen Regierungsprogramm der Bundesregierung 4 Sonntage gefordert werden. Wir hören momentan, dass die Sonntage in vielfältiger Form angedacht sind. Was da jetzt genau geplant ist, wissen wir nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass die kirchlichen Vertreter zu den politischen Verantwortlichen jetzt ein bisschen enger Kontakt aufnehmen. Die haben momentan bessere Kontakte, als ich es habe. Früher habe ich sehr, sehr gute Kontakte gehabt, aber die sind irgendwie abgerissen. Die Österreichische Volkspartei bezieht sich ja darauf, dass sie aufgrund der katholischen Soziallehre ihre Politik gestaltet. Wenn ich das mit dem Sonntag betrachte, kann ich das nicht nachempfinden. Die FPÖ hat kategorisch gesagt, für sie kommt Sonntag nicht in Frage. Aber ihr wisst ja, wie sich die FPÖ in den letzten Tagen zu CETA verhalten hat. Das wiegt mich nicht in Sicherheit. Und hier ist Wachsamkeit geboten. Ich möchte Gelegenheit, danke, Kollege Brandner, dazu benutzen, dass ich noch einmal auf unseren Infostand hinweise. Da gibt es nicht nur diese wunderbar leibenden T-Shirts in Männer- und Frauengestalt. Wir haben einen wunderschönen Spruch, wo auch rumsteht, die schlaue Frau macht sonntags blau. Und ich glaube, dass das auch eine gute Botschaft für die Kolleginnen sein könnte, wenn sie am Sonntag vielleicht einmal nicht Hausarbeit machen wollen und die Männer stärker zur Hausarbeit anhalten wollen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich namentlich, ich könnte mich jetzt bei vielen Kolleginnen und Kollegen bedanken, aber ich möchte es jetzt bei 2 Kolleginnen machen. Nämlich erstens bei der Evelyn Regner, die sich sehr, sehr für den arbeitsfreien Sonntag
auf europäischer Ebene einsetzt. Also wir haben da wirklich eine starke Partnerin in Brüssel mit ihr. Und, jetzt ist er leider nicht da, ich habe mich zuerst gefreut, dass er gerade gekommen ist, an unseren ÖGB-Präsidenten Erich Vogler, der mir immer sehr geholfen hat, wenn es um den arbeitsfreien Sonntag gegangen ist. Ich habe mir ein Leiberl, ich meine, heute in Erich das erste Mal so richtig im Körperbau geschaut. Ich sage euch auch warum, weil ich habe nicht gewusst, was für ein Kreis soll ich ihm geben. Und zuerst habe ich mir gedacht, L wie Leiwand, das wird passen. Aber ich habe mir dann genauer geschaut, ich habe mich jetzt für extra Leiwand entschieden. Und ich will ihm es dann hoffentlich auch in euren Namen als Danksagung für seine Unterstützung geben. Dankeschön für eure Unterstützung und ein herzliches Glück auf.